Geschichte zum Anfassen. Der Tag des offenen Denkmals lädt alle Architektur- und Geschichtsliebhaber zu Streifzügen in die Vergangenheit ein. Immer am zweiten Sonntag im September öffnen historische Stätten in ganz Deutschland ihre Türen, um Jung und Alt über die Geschichte alter Gemäuer zu informieren. So auch in der Region Neckaralb. Ziel des Aktionstages ist es, das baukulturelle Erbe Deutschlands erlebbar zu machen. So kamen viele Besucher in die Reutlinger Marienkirche. Aber auch diejenigen Denkmäler, die sonst für Besucher geschlossen sind, waren geöffnet. Da gab es beispielsweise die Möglichkeit, dem Bürger- und Kulturhaus beim Klosterhof in Kusterdingen einen Besuch abzustatten. Das ist normalerweise nur auf Anfrage möglich. Am Tag des offenen Denkmals jedoch waren viele Besucher auch ohne Anmeldung gekommen. Ein Highlight war mit Sicherheit die Puppe im ersten Stock, die mit einer besonderen Tracht eingekleidet war. Die Tracht wurde hier in Kusterdingen produziert, reiste dann mit meiner Tante nach Amerika und ihre Tochter hat die Tracht wieder zurückgegeben in den Ursprungsort nach Kusterdingen. 1923 hatte die Reise begonnen. Dabei war auch ein Koffer zum Einsatz gekommen, dessen Material damals völlig neu war. Ist einer der ersten Kunststoffe, die verwendet wurden. Er war sehr leicht und trotzdem relativ stabil. Ideales Material für einen Koffer. Das Bürger- und Kulturhaus beim Klosterhof in Kusterding ist ein stattliches Bauernhaus. Hier können die Besucher erfahren, wie die Menschen früher einmal gelebt haben. Und am Tag des offenen Denkmals konnten sie auch gemeinsam speisen. Der jüdische Friedhof in Wankheim ist ebenfalls eigentlich nur auf Anfrage für Besucher geöffnet. Dennoch gab es beim Tag des offenen Denkmals die Möglichkeit, das Kulturdenkmal zu besuchen und etwas über dessen Geschichte, die jüdische Begräbniskultur und zu den Bemühungen in Sachen Denkmalschutz zu erfahren. Das Achalmbad in Reutlingen ist eigentlich fast immer für Badegäste geöffnet. Doch am Tag des offenen Denkmals ging es für viele Besucher eben nicht darum, schwimmen zu gehen. Vielmehr ging es darum, Kulturhistorisches über das Bad zu erfahren. Das Bad, das Schwimmen, der Sport, die Ertüchtigung, die Hygiene stand damals immer ganz neu im Zusammenhang mit dem gesellschaftlichen Aufbruch und deswegen kam es auch in Reutlingen zu diesem Bau. Heute allerdings steht der Spaß für die Besucher des Achalmbades im Vordergrund. Nach dem Tag des offenen Denkmals blicken die Reutlinger vielleicht etwas anders auf ihr Schwimmbad.